Russland hat mit umfangreichen Atomwaffentests begonnen. Sein Verteidigungsministerium bezeichnet sie als Vorbereitung auf einen möglichen Atomschlag des Westens. Zu den Übungen gehörten Testabschüsse von Interkontinentalraketen von der Halbinsel Kamtschatka und von zwei Atom-U-Booten aus, sowie Testabschüsse von Langstreckenmarschflugkörpern aus nuklearfähigen strategischen Bombern. Laut Russlands Verteidigungsministerium erreichten alle Raketen ihre Ziele. Russlands Präsident Putin hat bereits mehrmals erneut mit Atomwaffen gedroht. Russland werde reagieren, wenn die Ukraine eine Erlaubnis des Westens erhält, mit den dort hergestellten Waffen militärische Ziele tief in Russland anzugreifen, sagt Putin. Bei seinem Besuch in Peking forderte Finnlands Präsident Alexander Stubb China auf, bei der Deeskalation zu helfen. The final and fifth point I made is that it is very difficult to trust President Putin, especially when it comes to nuclear weapons. And that's why it's extremely important that a major power such as China keeps on having dialogue with Russia and make sure that we can de-escalate as much as possible. Zuvor hatten US-Quellen bestätigt, dass Nordkorea 10.000 Soldaten nach Russland entsandt hat, die in Richtung der Grenzregion Kursk unterwegs sein sollen.